So, liebe Leute, ich bin jetzt fertig mit dem Videoschneiden. Es wird ein sehr witziges Video. Ich bin momentan unter Antibiotika und ich bin einer der wenigen 100 Menschen, die auf dieses Antibiotikum mit Kurzsichtigkeit reagieren. Jedes Mal, wenn ihr einen Schnittfehler bemerkt, dann nicht ärgern, sondern stellt euch einfach vor, wie ich so vor dem Laptop sitze, wie ein scharfaugener Maulwurf und genau nichts sehe. Am besten, ihr zählt die Schnittfehler mit und kommentiert euer Endergebnis in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, wie viele ihr findet. Das Video geht los in 3, 2... Was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, willkommen zu einem weiteren Reaction-Video, natürlich in gewohnt schlechter Tonqualität. Auf Reaction-Videos mit guter Tonqualität bei mir zu warten, ist circa genauso anstrengend wie auf meine neue Modemarke zu warten. Mit dem einzigen Unterschied, liebe Freunde, dass es jetzt schon langsam die Ziellinie gibt. Meine neue Modemarke, MDM, ihr wisst Bescheid, erscheint in 4 Wochen. Und wie kommst du da hin? Ich bin schon mega gespannt, ich bin sowas von hyped. Ich werde in den nächsten Videos immer mehr und mehr Informationen geben. Und es gibt auch ein Skript. Wir sprechen mittlerweile wirklich von einer großen Kollektion. Es gibt mittlerweile schon 4 verschiedene Shirts, 3 verschiedene Hoodies, 2 verschiedene Handycovers und 2 verschiedene Caps. Also seid auf alle Fälle tuned. In den nächsten Videos gibt es mehr und mehr Informationen. Aber liebe Leute, ich will gar nicht mehr länger quatschen. Wir schauen uns heute ein Video von ApoRed an. Heute auf jeden Fall wieder Bomben-Content am Start. Paket ist angekommen. Ich muss rein. ApoRed, ja ein YouTuber, auf den wir auf diesem Kanal noch nicht reagiert haben. Vorab mal meine Meinung zu ApoRed. Ja, wie wir wissen, ApoRed ist ein sehr umstrittener YouTuber, einer der größten YouTuber. Was ich aber mitbekommen habe, wurden jetzt 2 seiner größten Kanäle gesperrt. Ja, absolute Katastrophe, oder? Man hat Millionen von Abonnenten und werden die Kanäle gesperrt. Katastrophe, aber der Boy ist wieder am Hustlen. Deswegen, Freunde, habe ich unten den Link zu dem Video und vor allem zu seinem Kanal nochmal verlinkt. Maximilian Army supportet natürlich. Was Mode betrifft, muss man eins sagen. Es gibt ja viele, die behaupten, dass ApoRed irrelevant ist in der Fashion-Szene. Ist nicht unbedingt meine Meinung. Gerade bei mir war es so, bevor ich überhaupt Fashion-Content herausgebracht habe, hatte ApoRed schon gefühlt eine Sammlung von 2000 Sneakers. Auf jeden Fall ein Urgestein in der Fashion-Szene, muss man schon festhalten, und dementsprechend gibt es auch jetzt immer wieder Content von ihm. Man muss dazu sagen, die Geschichte mit dem Panda-Shirt von Prinz Markus. Ich bin reich! War ich nicht unbedingt seiner Meinung, ja, dass das ein nice Shirt ist, aber ansonsten hat er schon Ahnung, was er einkauft und hat auch jetzt im neuesten Video, das wir uns jetzt ansehen, 20.000 Snippies für Dior ausgegeben. Ich bin mega gespannt. Wie ihr wisst, Dior habe ich auch schon in meinem Video die Gewinnermarken des Jahres 2019 schon festgehalten. Da war Dior auch ganz vorne mit dabei und dementsprechend bin ich gespannt, was sich der Typ um 20.000 Euro einkauft. Also nochmal, Video und Kanal unten verlinkt, lasst ein Abo bei Apo da und wir fangen direkt an. Schau mal rein. Guck mal, schau, meine lieben Freunde, ich war spontan unterwegs. Shirt natürlich abgestimmt auf das heutige Video, ja? Düsseldorf. Und dann habe ich den Dior Store bemerkt. Da geht es jetzt hin zum Dior Store. Deswegen muss man auch extra den Stepper nach Düsseldorf machen, weil das hier der einzige Dior Store für Männer ist. In ganz Deutschland, Digga. Let's go, der Hase. Jetzt wird erstmal der Schockgesell gesneakt, wenn er was Nices ist. Ohne Dior ist er. So spontan mal zu Dior und dann gibt er 20.000 Euro aus, also ich bin gespannt. In einiger Zeit, ja, mein Lieblingsbrand geworden. Ich meine, guck dich das T-Shirt an, das ist auch... Ja, also da gebe ich ihm recht, auch bei mir, Dior ganz vorne dabei. Oder um es wie Mahan zu sagen... Würde ich mir sogar selber kaufen. Habe ich aber gefühlt, ich habe das T-Shirt schon in schwarz und weiß geholt. Dann habe ich den Dior-Store gesehen und ich habe mir gedacht, ey, Red, du brauchst eine neue Sonnenbrille. Ich gehe in den Dior-Store rein, Freunde. Erstmal, ihr wisst ja, ApoRed kommt rein, jeder will ein Foto mit mir. Das ist immer das Gleiche, Freunde. Das ist auch nicht so verübelt, Freunde. A-Prominenz, man kennt ja nicht anders. Habe ich den Verkäufer gesehen? Haben, ey Digga, jeder macht Foto mit ihm. Bestimmt, Digga, er wird locker den Laden leer kaufen. Haben sich erstmal alle gestritten. Wer mich so catchen wird, weil die Verkäufer kriegen immer eine dicke Provision. Ich werde nicht vergessen, bevor die Verkäufer kriegen immer eine Provision. Nicht bei jedem Laden, aber bei Dior safe. Okay, und dann, bam. Das ist eh das Intelligenteste, was man machen kann. Den Verkäufern Provision geben, dann sind die viel motivierter zu verkaufen. Digga, einer hat sich dann so vorangesnickt, hat sich gedacht, ey Digi Red, was geht ab? Was suchst du denn hier und so? Ich so, Brudi, ich bin ehrlich, ich suche eine Sonnenbrille, was kannst du mir empfehlen? Er empfiehlt eine Sonnenbrille. Er sagt, die ist geil, die steht hier und so. Und ich merke so, er trägt die. Normalerweise stehen mir keine Sonnenbrillen, aber die hat mir wirklich gestanden. Und dann kommt er so und sagt, ey Red, du weißt schon, gibt's doch in der Farbe und der Farbe. Ich empfehle dir, du holst dir einfach alle. Und ich habe mir so gedacht, so, hey Vater, ich brauche doch eigentlich nur eine Sonnenbrille. Er meinte, nein, vertrau mir, du musst wirklich Minimum 2 holen. Leute, und dann habe ich Geld bekommen, dann habe ich einfach, ja. Dann habe ich einfach beide gekauft, Freunde. Einmal die und dann die andere Version. Ja, aber die ist fresh. Die ist fresh. Schaut so leicht aus wie so eine optische Sonnenbrille, die dann, wenn die Sonneneinstrahlung passiert.
dann automatisch diese Gläser verdunkelt. Und so ähnlich sieht das aus. Ich glaube, anders. Da ist es vorne so ein bisschen transparenter und die Gläser sind so bläulicher. Freunde, ich sehe ein bisschen aus wie Iron Man an dieser Stelle. Grüße geht raus. Freunde, ich wollte gerade so rausgehen, der Verkäufer kam, meinte so, hey Red, Digga, hast du aber nicht unsere neueste Kollektion gesehen? Ich meine, du hast dir gerade dein freshest Dior-Shirt an. Willst du mal nicht was Neues mal abchecken? Ja, man muss dazu sagen, die haben echt Bomben-Shirts am Start. Also alleine dieses andere Shirt von Dior, das ist ja, muss man sagen, vom Stoff her, vom Feeling her, rein von der Haptik her, low quality. Ziemlich dünner Stoff, wird auch schnell rau. Man muss auch beim Waschen wirklich aufpassen wegen diesem fetten Printing, wie man hier unten schon sieht. Ich meine, ist auch ungebügelt. Wirft das dann schon langsam so Wellen. Mega kacke eigentlich, das Shirt hat über 400 Euro gekostet. Und dann gibt es aber eines, das hat so einen richtig fetten Stoff, das kostet dann 600 Euro. Hier nochmal eingeblendet, mega Shirt, kann ich jedem empfehlen, der 600 Euro für ein Shirt ausgeben will. Aber trotzdem, Preisunterschiede ist da. Leute haben mir so ein Dior-Shirt gezeigt und es war schon ein bisschen eigenartig. Es war so schwarz-weiß, so ein bisschen klecksmäßig angelehnt. Und dann meinte der, zieh mal einfach an, zieh an, Digga. Und am Ende des Tages, Freunde, ich hab mich überzeugt, das T-Shirt... Ja, fühle ich gar nicht. Vor allem natürlich, wenn man das Shirt anzieht, ob man automatisch dann auch Milch geben kann, würde mich interessieren. Hab ich mir gerade gegönnt, Digga. Brand. Ja, oder wie ein Dalmatiner, ja fix. Also so sieht das hier. Ja, okay. Angezogen, bisschen besser, aber würde ich mir nicht holen. Auch diese Streifen da unten, also nicht, fühle ich nicht, fühle ich nicht. Schaut aus, leichte Knacks-Vibes, aber auch nur leicht. Ich habe mir das einfach gegönnt. Dann kam der Verkäufer wieder. Ey, Red. Preislich, sagen, was kostet das? Du weißt schon, zu diesem T-Shirt, du kannst Chinesik damit kombinieren. Du brauchst schon die passenden Sneaker dafür. Genau. Und ich meine so, hey, du hast recht. Was soll ich machen? Dann hat er diese Sneaker gezeigt, liebe Freunde. Die sind geil. Die finde ich cool. Ja, die passen natürlich dazu, aber das Shirt fühle ich nicht. Vor allem hier sieht man auch, dass vorher hatten wir weißer Hintergrund mit schwarzen Flecken. Hier haben wir jetzt schwarz mit weißen Flecken. Okay, die Dior Sneaker alleine, die so Converse angelehnt sind, finde ich Bombe. Wollte ich mir selber schon holen. Waren aber leider in meiner Größe ausverkauft. Die finde ich nicer. Ich meine, wie gerne hat safe die passende Hose dazu gehabt? Ich konnte nicht nein sagen, Freunde. Als ich dann diese Sneaker geholt habe und dann wieder verschwinden wollte, hat er gesagt, ey Red, du weißt schon, das ist Dior B23. Die haben auch andere Colorways zu diesen Schuhen. Ich so, ehrlich? Er so, ja komm, zieh mal an, probier mal, probier mal. Dann hat er mir so die klassischen Modelle davon gezeigt und so. Und ich dachte so, Digga, vielleicht zu übertrieben und so, ja, am Ende des Tages, was soll ich sagen? Ja, das sind genau die Sneaker, die ich gemeint habe. Die sind extrem nice. Beneide ich den Apo um diese Sneaker. Ich glaube, momentan der Preis bei 800 Euro, also schon relativ teuer, aber in-store sind es, glaube ich, billiger. Die sind echt, echt nice. Ja, was soll ich sagen? Sag mal ehrlich, was soll ich machen? Konnte die gut machen? Vor allem, die sind auch so leicht transparent. Das heißt, wenn man drunter jetzt zum Beispiel, wenn man die jetzt kombinieren würde mit diesem Sorayama-Shirt, gibt es aber auch passende Sneakers dazu. Also da gibt es auch die Sneaker mit diesem, eben genau diesen metallischen Dinosaurier drauf. Aber wenn man jetzt zum Beispiel zartrosa Socken drunter anziehen würde, würden die durch die Schuhe durchleuchten und würden auch so passen. Passend dazu sein. Wie gesagt, transparente Schuhe, bombenmäßig, wenn man es kombinieren möchte. Überzeugen so. Und er hat es schon recht gehabt, man braucht sie den auch. Ja, schwarze sind natürlich auch cool, aber in weiß feiere ich ihn mehr. Eigentlich in schwarz. Eigentlich brauchte man den auch. Ja, genau. Ah, okay. Das ist jetzt vor dem Shirt, das ich gesprochen habe, um die 600 Euro. Da ist eben diese Frauenfigur oben, also dieser Frauenroboter. Das sind die passenden Schuhe dazu. Sind auch nice, finde ich. Oh, ich meine, man brauchte den einfach. Dann kam er wieder zu mir und meinte, ey, Red, zu dem T-Shirt, was du gerade anhast, hast du gewiss auch ein Sneaker-Modell? Nein, er hat sich einfach alle Dior-Sneaker geholt. Wer hat sich wohl gedacht da drin? Ich habe ein bisschen Bargeld. Zwei verschiedene Farbvariationen. Ich habe mir die angeschaut. Digga, er hat mich überzeugt. Der hat Bombenprovision bekommen. Die sehen einfach nur heftig aus. Ich kann nichts dafür, Freunde. Ich kann nichts dafür. Oh, einen habe ich sogar noch nicht auf. Allein der Karton, mega, mega schön. Pack, warte. Was soll ich sagen, Freunde? Was soll ich sagen? Man braucht doch die Wahnsinn. Kombination. Ich kann nichts machen, Freunde. Ich kann nichts machen. Dann kam er wieder zu mir, aber ey, Red, du brauchst aber auch noch so komplett. Nein, hat der wirklich 20.000 Euro ausgegeben? Weiße Schuhe, ist gerade wieder was Neues rausgekommen. Hat er mir die gezeigt, Freunde? Was soll ich... Mittlerweile bin ich schon sehr eifersüchtig. Das sind auch, die Schuhe sind auch ein richtiger Grail von mir. Die sind einfach bombastisch. Dior alleine ist einfach so eine nice Marke momentan. Mit dieser Kollektion habe ich einfach Dior ins Herz geschlossen. Und die Schuhe mit diesem Dior Monogramm, ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, aber boah, die sind einfach wirklich so clean einfach, passend zu jedem Outfit. Ich machen, Leute, was sollte ich machen? Dann kam das Baba-Argument, Freunde. Er meinte, Red, das sind alles High-Top-Schuhe. Das sind alles High-Top-Schuhe, du brauchst auch Low-Top-Schuhe. Nein, er hat sich die auch noch Low-Top geholt. Ach, meine Kniekarte, Brudi, muss los! Bruder, muss los. Aber Freunde, Alter. Oh mein Gott. Aber wozu? Wozu so viele Sneaker? Vor allem Low-Top und High-Top, es reicht doch ein paar, oder? Übertrieben. Ich glaube, zu den Anzughosen von Deadstock, die 10% by the way mit meinem Code Red, da passen einfach Low-Top-Schuhe viel besser. Ich finde, das geht klar, Digga. Ich bin ehrlich, Schmuck habe ich wirklich gesucht. Ich habe gesagt,
Was hast du gerade für frische Ringe am Start? Er hat mir diesen empfohlen. Fand den cool. Ganz entspannter Ring, Freunde. Ey, danke, Bro. Alles cool und so. Wir gerade weggehen. Warte. Wir haben die Klamotten noch nicht so richtig reingezogen. Betreib, Bruder. Leute, sind wir so durch die Klamottensektion rübergegangen. Ich muss sagen, da waren schon echt ein paar feine Sachen dabei. Man kann sagen, was man will, Freunde, aber... Das ist jetzt eben dieses Shirt, also diese Figur hier ist auf dem Shirt, das ich angesprochen habe, gibt es anscheinend auch als Sweater. Also wenn du das trägst, dann muss das restliche Outfit schlicht sein. Das ist dann der Eyecatch, das restliche Outfit muss schlicht sein, ansonsten übertriebener Paradiesvogel. Das ist dann schon Prinz Markus-Style, finde ich. Aber wenn ich den nicht geholt hätte, dann hätte ich Knacks gehabt. Das extra bestellt, ja. Weil die so automatisch nicht bekommen hätten. Mutig im Dior-Store zu filmen. Der scheint erstmal ein bisschen eng, das Problem ist einfach so ein Normal. Ja, ist schon ziemlich eng. Und da ich auf Diät bin, finde ich, soll ich noch besser passen. Der Verkäufer, so sneaky wie er ist, sagt natürlich, ey Brudi, die gibt's natürlich in eine andere Farbkombi. Ja, hier. Ja. Na, die finde ich nice aber. Muss ich ehrlich dazu sagen, man sieht hier auch dieses Diagramm, das sich dann so leicht farblich verwäscht, ausbleicht und dann in dieses Weiß übergeht. Mit diesem Ockerton fühle ich. Ich habe ja diese Schuhe. Ja, okay. Die Babyblauen habe ich noch nie gefeiert. Weiß ich nicht, gefällt mir einfach nicht. Off-White Jordan 1er hier. Könnt ihr, by the way, bei meinem Partner Presented By besorgen. Link ist auch oben in der Beschreibung. Er hat gesehen, ich habe diese Schuhe. Er meinte dann, Red, sei mal ehrlich, zu diesen Schuhen hast du locker kein Oberteil, was du damit perfekt kombinieren kannst. Und ich meinte, Digga, du... Aber ich fühle jetzt gerade, Freunde, das ist echt so gewellt, dieser Print. Dreimal gewaschen und es wellt sich jetzt einfach schon auf. Also mit Vorsicht zu genießen, dieses Shirt zu kaufen. Wahnsinn. Du hast recht, Bro. Was soll ich machen? Dann kann man damit anfreunden. Okay. Ja, das habe ich schon gesehen bei UFO, der hat sich das auch geholt. Das Shirt, das hatte ApoRed aber schon an, vor längerer Zeit. Fühle ich nicht. Ist mir zu bunt, erinnert mich auch sehr an Versace, muss ich sagen. Mit diesem Babyblau kann man machen. Wenn noch eine Hose dazwischen ist, dann fällt es nicht so auf, dass das nicht der gleiche Ton ist. Nicht zu meinem Fall. Ist mir persönlich zu extravagant. Kann sagen, was man will. Justin ist leider nach diesem Video nicht mehr der Kombinationsboss, Freunde. Bei den Freunden, check mein Instagram, ihr wisst selber. Leute, gerade war ich wieder am Weggehen, da meint der Red, du bist doch voll oft auf Herrenstyle angelehnt. Da meinte ich, ja, woher weißt du das? Da meinte ich, ich kenn dich. Vertrau mir, Red, vertrau mir einfach. Ich zeig dir jetzt dein Hemd, da kannst du nicht nein sagen. Ich so, hatte recht, ich konnte nicht. Wie gesagt, zu bunt, das ist so Dolce & Gabbana-Style, Versace-mäßig, ist mir zu bunt, zu extravagant, vielleicht auf einer Love Parade mal als Gimmick. Aber so würde ich persönlich halt nicht unbedingt auf die Straße gehen. Nein sagen, das Hemd sieht schon fresh aus. Er hat mir schon dringend angeboten, alles, damit ich so ein bisschen länger bleibe. Aber wie er einfach alles kauft, was ihm der Verkäufer anbietet. Der hat den Deal seines Lebens gemacht an dem Tag. Und so, er hat mich auf jeden Fall schon komplett an der Angel gehabt. Und dann meinte er, Red, ich habe mal so deine Jackenkollektion gesehen, du hast schon echt brutale Dinger, aber eine Jacke fehlt dir. Ich so, welche? Die Dior Bomber Oblique Jacke. Ich sag, Digga, willst du mich verarschen, Mann? Die kostet 3 Mille, Digga. Wir sind schon nicht mal. Ich weiß, Provision hier, da, aber ein bisschen runter. So. Ich bin doch kein Multimilliardär oder so. Und dann er meinte so, okay. Aber Multimillionär schauen oder was? Du musst ja nicht holen, ne? Aber dann hast du halt auch nicht die heftigste Jackenkollektion der Welt, so vom Ding her, so, ne? Das ist scheiße, Digga. Wie gut ihm der das verkauft hat, weil er einfach gewusst hat, Apo springt auf das an. Wahnsinn. Ich hab recht. Ich habe auch sein Image zu bewahren. Das ist ja auch so das Ding, ne? Ja, Freunde. Was soll ich sagen, Digga? Ja, ist schon nice. Da haben wir jetzt wieder dieses Dior-Monogramm. Würde ich mir persönlich auch kaufen. Ich würde jetzt, weiß ich jetzt nicht, ob ich 3000 Euro ausgeben würde. Schaut schon nice aus. Was soll ich machen? Da habe ich direkt da gesagt. Wenn es um Jacken geht, habe ich den größten Knacks. Da kann ich nicht nein sagen. Tut mir leid, hier musst du sein. Ich wollte gerade wieder verschütten, Freunde. Er zeigt so einen Rollkragenpullover von Dior. So sieht er aus, Digga. Na, schau, das wäre ein Marsmännchen. Sieht aus wie von der Zukunft, so als wären wir hier im 22. Jahrhundert, so, ne? Dann meinte, nein, du musst anziehen, vertrau mir, zieh doch einfach mal an. Oder wie so ein Motorradanzug. Und so, ich meinte, oh, der treibt mich, Brudi. Ja, okay, komm, ich hab kurz angezogen, ich dachte so, komm, war einfach so korrekt, war guter Service und so. Ich hab das angezogen, aber ich schwör's euch, ich konnte echt nur darüber lachen. Wann sollte ich überhaupt sowas anziehen? Das vorne schaut auch aus wie so aufgezeichnete Apps für alle, die nicht trainieren gehen wollen. Perfektes Shirt. Wahnsinn. Wie so einen Kompressionsanzug oder Skiunterwäsche. Ich feiere das. Das sieht so brutal aus. Er hat's nicht gekauft, oder? So Cyborg-mäßig. Leute, soll ich so eine Scheiße kaufen? Nein. Hat er nicht gemacht. Alleine bis da nach oben dieser Rollkragen. Oh mein Gott, was ist das? Wenn du so eine Mode sind, Digga. Leute, mach gar kein.
Okay, Leute, gehen jetzt rüber zur Real Story. Ihr wisst, das war alles ein Joke, ja. Ich habe mir alles bewusst geholt, ich habe Platz bekommen. Was soll ich machen? Ich weiß, das sieht sehr komisch aus. Leute, jetzt mal zur Real Story, Ich habe wirklich nur Vorgaben, ein paar Sachen. Okay, Laufsteg vielleicht, da ist man prinzipiell immer extravagant angezogen. Das würde ich mir noch einreden lassen, aber könnt ihr euch vorstellen, dass ihr mit diesem Shirt zum Supermarkt geht? 20 Decker Schinken, bitte! Ja, am Ende wurde es halt mehr, Freunde. Das hat man sich jetzt alles auch gesneakt. Wahnsinn! Ich habe gar keine Ahnung, wie viel das Ganze zusammen kostet. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe gar keine Ahnung. Okay, wir rechnen mal kurz durch. Er hat 4 verschiedene Paar Schuhe gekauft, nicht das? Oder 5? Waren es 5? 5. 5 mal 600 Euro oder machen wir 500 Euro, weil die Low-Top-Sneaker kosten, glaube ich, nur 400 und die High-Top-Sneaker kosten 600. Da haben wir die Mitte. Ich glaube, 5 oder sagen wir 6 von mir. 6 mal 5 sind 3000 Euro, die Jacke 3000 Euro sind 6000 Euro. Dann hat er sich 4 verschiedene Shirts, um sagen wir auch 500 Euro gekauft, sind wir auf 8000 Euro, dann noch Schmuck, machen wir 10.000, aber auf 20 komme ich nicht. Ich schätze mal jetzt einfach das, was im Titel steht, okay? Das schätze ich jetzt einfach. Ich will das nichts. 20.000 Euro ist zu viel. Groß raus, Posaun. Ich habe Knacks bekommen, Freunde. Dior ist einfach für mich so ganz weit oben, Freunde. Aber er muss doch wissen, was er bezahlt hat. Und ich habe aber nicht alles auf einen Schlag geholt, sondern... Ah, okay. Und eigentlich war das so ein Ding seit August, Juli, Juli so bis heute so. So einen Knacks habe ich jetzt auch nicht gehabt. Aber er hat doch gerade erzählt, dass er im Store war und dann nacheinander... Ah, okay, oder er ist immer wieder gekommen, check ich jetzt nicht. Schreibt mal in die Kommentare, Freunde, welches Teil euch am meisten gefällt. Ja, würde mich auch interessieren, welches gefällt euch am meisten. Meine Favorites sind mit Abstand diese High-Top-Sneaker. Diese weißen Kinder, die sind einfach bombastisch. Wirklich, die sind, boah, grail. Und dieses Shirt, was ich euch gezeigt habe. Der Rest, ja, vieles gefällt mir persönlich nicht. Ist mir zu bunt, habe ich eh schon gesagt. Die Bomberjacke würde ich mir auch noch einreden lassen. Und das war's. Oberteil ist das Teil, was am meisten Knacks hat auf jeden Fall. Das war heute mal wieder so ein außergewöhnliches Pack-Opening. Wenn ihr mehr Pack-Opening sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Like da, liebe Freunde. Lasst auch ein Abo da. Ja, lasst ein Abo da auf Ehrenbruderbasis. Maximilian Amis Nacken. Lasst mir bei Apo ein Like da und ein Abo. Bei mir natürlich auch ein Like und ein Abo da lassen, wenn es euch gefallen hat, liebe Freunde. Nicht vergessen, meine neue Modemarke. Anfang Dezember geht's los, Freunde. Ich bin so pumped. Ich freue mich schon extrem darauf zu sehen, wie das Ganze bei euch ankommt. Auf jeden Fall ein bisschen Bargeld aufheben, gell? Joel? Ich habe noch ein bisschen Bargeld. Nice, Digga. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann wird gekoppt. Es kommen jetzt nach und nach, wie gesagt, mehr Informationen. Und ich werde auch immer wieder mal etwas spoilern. Liebe Freunde, das war's von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's von mir. Euer Maximilian. Diesen zweitägigen Workshop an einem Wochenende gibt es zu einem einmaligen Sonderpreis von nur 189 Snippies.